Eine Aktion wie heute hilft dabei, Deutschland aufmerksam zu machen auf den Pflegenotstand, denn es ist ein Thema, was uns alle trifft. Aus diesem Grund versammelten sich am Samstagvormittag rund 150 Pfleger und Pflegerinnen aus Bonn und der Region auf dem Münsterplatz. Die Situation sieht in ganz Deutschland eher schlecht aus. Ja, wir haben zu wenig Personal, wir haben zu wenig Zeit, unsere Patienten angemessen zu behandeln. Das heißt, zu wenig Zeit, Prophylaxen durchzuführen, also prophylaktische Arbeit, Prävention zu treiben. Zur symbolischen Uhrzeit um 11.55 Uhr, also um 5 vor 12, setzten sich alle Beteiligten dann plötzlich auf den nasskalten Boden des Münsterplatz. Wir müssen darauf schauen, dass Krankheiten nicht immer nur die Symptome an sich sind, sondern den Menschen als ganzheitliches Bild betrachten und auf ihn eingehen, auf ihn zugehen und Gesundheitsförderung betreiben. Und das funktioniert nicht, wenn wir einen gesetzlichen Rahmen haben, der uns nicht ermöglicht, angemessen nach unserer Profession zu handeln. Eine auf dem Boden liegende Menschenmasse, das schafft Aufmerksamkeit. Auf Plakatwänden mit Handzetteln und durch Megafondurchsagen machten die Demonstranten ihr Anliegen den stehenbleibenden Passanten deutlich. Die Aktion ist aus meinen Augen und aus den Augen meiner Kollegen ein voller Erfolg. Ja, wir sind zahlreich erschienen. Wir haben Präsenz gezeigt und die Öffentlichkeit hat jetzt erfahren hier in Bonn, dass auch in Bonn es nicht so gerade läuft. Und ich denke, dass das auf jeden Fall nachhaltigen Erfolg haben wird und einen gewissen Druck auf die Politik ausüben wird.